Nö, du, ich kann jetzt nicht, ich bin da gleich im Forschungsstrom. Oh, ja, genau, Forum Wissenschaftskommunikation, Claudia, genau. Was will Claudia denn schon wieder, Mensch? Das geht jetzt nicht. Nee, das ist live. Nee, Technik-Test machen wir doch sonst live. Erst eine halbe Stunde vor dem Beginn. Ja. Ihr seid ja schon da. Och, ist um 8 schon? Ich dachte, wir sind um 9. Ah. Mensch, und dann auch noch Dienstag. Ist ja alles anders heute. Oh Gott, unsere Schauspielkünste sind... Hallo Forschungsstrom. Also für die, die sich das fragen, das war jetzt gespielt, das sollte der Signature-Move sein. Ach, dann hat jemand das verraten hier. Sorry. Okay. Wir haben immer einen ganz speziellen Signature-Move, den wir auch nur ein einziges Mal machen. Und es wird immer abstruser. Ja. So ein Running-Gag. Hallo Chat. Zusammen. Wir haben uns ewig nicht gesehen, also wir drei. Im Stream. Ja. Ja, und auch die Gäste haben wir alle nicht gesehen hier, die uns zuschauen. Hallo. Hallo Aaron, hallo OVNN. Hallo Barry Jive, hallo Frau Suppen. Hallo Influencer. Schön, dass ihr alle da seid und euch schon im Chat meldet. Klasse. Ja, toll, dass ihr da seid. Hallo Hebda Sean. Legendär, Hust, Frau Suppenhuhn, sag nicht Falsches. Hallo Epix, schön, dass ihr da seid. So, heute ist alles ein bisschen anders, ne? Dienstag, 20 Uhr. Eigentlich ja Donnerstag, 21 Uhr, oder nicht? Ja, was soll das? Warum? Es ist eine Spezialausgabe. Wir sind einer verfluchten Sache auf der Spur. Es ist nämlich gerade eine Veranstaltung, die sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt. Und wir beschäftigen uns ja auch irgendwo mit Wissenschaftskommunikation, ne? Was? Nee, habe ich noch nie von gehört. Und wir sind Wissenschaftskommunikation, beides gleichzeitig. Wir sind so Meta. Und da haben wir uns gedacht, machen wir mal eine Sonderausgabe zum Forum. Forum Wissenschaftskommunikation, das ist jetzt nämlich gerade. Genau, das läuft seit gestern. Wer möchte, kann das Ganze unter dem Hashtag, ich poste den mal gerade hier rein, unter diesem schicken Hashtag aufsuchen auf Twitter, aber auch auf Instagram habe ich einiges gesehen. Bei TikTok weiß ich gar nicht, da habe ich heute noch nicht geguckt. Ich glaube, Henning, du warst stark involviert in das Forum. Vielleicht kannst du uns so in Tweetlänge mal eben sagen, für diejenigen, die jetzt nicht ganz viele Posts mit FWK 21 durchblättern können, was für eine Community trifft sich da jetzt genau? Was ist das für ein... Runde. Ja, man kann quasi sagen, das ist so der Jahrestreff der WissenschaftskommunikatorInnen. Also Forschende, die irgendwo an Wissenschaftskommunikation interessiert sind, die gehen dahin. Leute, die zum Beispiel an Uni-Kommunikationsabteilungen arbeiten. Ja, vielleicht auch freiberufliche WissenschaftskommunikatorInnen, die als Grafiker oder Video-Editors oder als TextautorInnen arbeiten, die gehen dahin. Und ja, es ist so ein bisschen so wie Abi-Treffen oder so, weil man sich immer einmal im Jahr dann so mit der Community trifft. Und jetzt bin ich schon deutlich über die Tweetlänge hinaus. Ansonsten hätte ich noch gesagt, dass man da halt so ein bisschen so Selbstreflexionsprozess hat und so über das eigene Handeln auf der Metaebene reflektiert. Ja, aber es passt doch gut zusammen. Und ich habe mir sagen lassen, wenn es live ist, also real vor Ort, wird viel getanzt. Ja, genau, das haben wir vermisst hier. Was ist denn FWK 21? Ich weiß es nicht. Ich dachte, FCKW wäre verboten. Ja, genau, nee, vor allem 21 ist bestimmt besonders schädlich. Ja. Also, das heißt, mein Tipper. FCKW. Ich habe jetzt diese T-Shirts gelesen, so FWK 2038 oder so, oder FWK Nazis, aber ja. Das ist, kann ich mir jetzt nicht in so einer Schriftart vorstellen irgendwie. Ja, ich Fakten, keine Ahnung, wer ist W? Nach dieser Kurzvorstellung des Forums waren wir schon fast im Übergang, wie von selbst, zu der obligatorischen kurzen Vorstellungsrunde, oder? Weil Henning, du hast damit mit dem Haufen doch professionell zu tun, sag mal kurz. Unsere Vorstellungsrunde. Ja. Ja, ich bin Henning, ich bin arbeite in der Wissenschaftskommunikation, ansonsten bin ich Fahrradfahrer und Podcast-Nerd und Twitcher. Und hänge irgendwie auf diesem Forum schon seit irgendwie fast 10 Jahren ab. Claudia, mach du doch mal weiter mit der Vorstellung. Genau, mein Name ist Claudia, ich
forsche und lehre an der TH Köln, also der Technischen Hochschule in Köln, zu Informationsdienstleistungen und zu Wissenschaftskommunikation. Ich bin aber erst das zweite Jahr auf dem Forum Wissenschaftskommunikation. Also ich habe es nur online kennengelernt. Ich habe noch nie jemanden von den Leuten tanzen sehen und ich misse es schmerzlich, obwohl ich es noch nicht gesehen habe. Genau. Und ansonsten podcaste ich seit neuestem zum Klima und bin hier auf Twitch unterwegs, privat ganz viel am Zocken. Lambert. Ja, ich habe genau den gleichen Newbie-Status beim FEK wie Claudia, da ich auch erst das zweite Mal, also bisher rein online dabei bin. Das ist ein komischer Zeitpunkt, euch kennenzulernen, FEK-Community. Aber nichtsdestotrotz ist es super spannend. Und ich sitze hier in Hannover und arbeite sonst tagsüber an der TIB. Das ist eine Forschungseinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft in Hannover mit einer großen Bibliothek drinne. Oder das ist teilweise zu einem großen Teil einfach eine Bibliothek, Punkt. Und dort leite ich das Open Science Lab, mache viel Open Science-Kram und aber auch WISCOM, wenn ich mal wieder auf Twitter zufällig durch eine unbedachte, leicht ironisch zugespitzte Bemerkung eine mittelschwere Debatte auslöse. Mal ja. Solche Sachen, ja, genau. Und dann Blogpost schreiben muss. Genau. Ja. Ja, das bringt uns ja schon zu den Inhalten eigentlich fast des Forums, ne? Habt ihr Inhalte, zum Beispiel Lambert, zu deinem Tweet oder so, hat es da heute eine Session zugegeben oder gestern warst du schon da zu diesem Thema in irgendwelchen Sessions drin? Hast du Diskussionen geführt, ob es jetzt in Sessions war oder am virtuellen Kaffeetisch irgendwie? Kam bisher noch nicht vor, muss ich sagen. Wobei ich auch denke, dass sozusagen die Schärfe der Kontroverse, die man anfangs vielleicht hätte vermuten können, nach dem, was auf meinen Tweet folgte, schon ein bisschen rausgenommen worden war durch die Art, wie Wissenschaft im Dialog das dann aufbereitet hat mit ausführlicheren Debattenbeiträgen. Dann zeigte sich auf einmal, also nicht zuletzt auch durch den Debattenbeitrag von den Passauer Kolleginnen, an denen ich mich ja so ein bisschen abgearbeitet hatte mit meinem ironischen Tweet, zeigte sich dann an deren Debattenbeitrag, dass das doch alles gar nicht so kontrovers ist. Hatte ich jedenfalls den Eindruck, weil wir waren uns dann einig, so jetzt mal die ganzen kryptischen Andeutungen beiseite, mal kurz, worum es ging, genau. Eben diese Frage, was ist das eigentlich mit dem, wenn Forschende selbst in Social Media als Person in Erscheinung treten? Ist das gut? Ist das brauchbar? Ist das gefährlich? Soll man nicht besser das die Profis machen lassen, die Kommunikationsprofis? Das waren so ungefähr Themen der Debatte. Letzten Endes haben wir dann gemerkt, ja klar, natürlich müssen die Forschenden da selbst auch ran dürfen oder sollen sogar. Ja, das war insofern dann auf einmal gar nicht mehr so scharf. Und was ist dann, wenn die einen Hashtag verwechseln, wenn die dann statt FWK dann FKK 2021 schreiben? Das war ich. Und es tut mir sehr leid. Ich habe den ersten Tweet zum Forum Wissenschaftskommunikation geschrieben. Die eine, die das als Wissenschaft macht, die Professorin ist für Wissenschaftskommunikation, verhaut den Hashtag. Und meinst du, mir wäre das aufgefallen? Irgendwie so 3 Stunden später schreibt jemand zurück. Und ich dachte so, was denn? Es gibt doch ganze Regalbretter voller Bücher darüber, wie man Hashtags richtig verwendet. Diesen Spruch in die Internet, nobody knows your dog. Also ich meine, theoretisch kannst du doch hier im FKK-Modus, kann doch jeder teilnehmen, als so ein hinter so einer schwarzen Suche. Ich trage hier Hose oder wie? Also alle, die jetzt nur in den Kommentaren zu sehen sind, wir malen uns aus, wie ihr gerade vor dem Computer sitzt. Das ist euch schon klar, ne? Ich sehe der FKK-Stream, ihr habt ja hoffentlich nichts an. Also das ist, nur dass ihr es wisst, das ist Pflicht hier. Das wäre sonst sittenwidrig. Genau. Hosenverbot beim Twitchen. Ja, was war denn los so die 2 Tage auf dem Forum bisher? Ist ja am Montag gestartet, also gestern. Mit einer tollen Keynote, wie ich gehört habe, die ich aber leider verpasst habe. Meinst du die von Frau Janich, Nina Janich? Genau. Ja, also ich fand die auch gut, die Keynote. Es ging da halt auch darum, auch wie Forschende selbst kommunizieren. Und ein Punkt, den ich zum Beispiel ganz spannend fand, war, dass dann sie als, ja, im weitesten Sinne Kommunikationswissenschaftlerin, glaube ich,
das halt sozusagen auch untersucht hat, wie zum Beispiel Forschende in Blogs interagieren. Und ein Beispiel, das sie da zwar nicht namentlich genannt hat, das aber aus den dort angegebenen Quellen für mich relativ einfach zu identifizieren war, war zum Beispiel der Wissenschaftsblog von Stefan Rahmsdorf bei den Scilogs, die Klima-Lounge. Mhm. Der ist ja Klimaforscher und Ozeanograf am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und ist schon sehr lange in der Wissenschaftskommunikation aktiv und betreibt halt auch schon sehr lange mehrere Blogs, unter anderem dieses deutschsprachige Blog Klima-Lounge bei den Scilogs. Mhm. Und das hat sie sich wohl mal hergenommen und hat das so ein bisschen, ja, so wie ich das verstehe, kommunikationswissenschaftlich untersucht und hat dann da auch so ein bisschen so, ja, Diskurse, die sich dann in den Kommentaren ergeben haben oder eben nicht ergeben haben, analysiert. Das war jedenfalls einer von vielen Punkten, die ich sehr spannend fand. Und kann das alles sehr gut nachvollziehen, was die Frau Janisch da erzählt hat und finde das alles sehr, sehr schlau. Teilweise habe ich aber den Eindruck gehabt, sie hat dann auch ein bisschen was kritisiert, wo dann der Herr Rahmsdorf als Autor dieses Blogs dann aus ihrer Sicht vielleicht nicht intensiv genug auf Blogkommentare von Kommentierenden eingegangen sei. Und da muss ich sagen, irgendwann, ich bin ja auch selber als Wissenschaftskommunikator, freue ich mich ja ein Loch im Bauch, wenn es Forschende gibt, die sich so in der Kommunikation engagieren und in ihrer Freizeit, muss man ja wahrscheinlich annehmen, da einen Blogpost schreiben. Und Stefan Rahmsdorf macht ja auch noch Twitter und Insta und hast du nicht gesehen. Und geht dann auch noch auf die Kommentare ein, hat dann aber irgendwann mal geschrieben so, ja, da habe ich jetzt leider keine Zeit drauf zu antworten oder so. Und das hat sie dann auch so ein bisschen kritisch dargestellt. Und da muss ich sagen, ja, also klar wäre es dann noch besser, wenn man dann noch sich die halbe Stunde Schlaf wegnimmt und da nochmal ausführlich drauf antwortet. Aber irgendwo ist auch die Frage, wie hoch die Erwartungshaltung gegenüber den kommunizierenden Forschenden noch sein kann. Und ja, das war aber, sie hatte viele andere Punkte, die ich sehr gut nachvollziehen konnte und super fand. Aber an dem Punkt habe ich so ein bisschen gedacht, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen... ja, muss man auch aufhören mit der Forderung, denke ich. Aber sehr interessant klingt das, ja. Gab es denn danach dann noch Diskussionen dazu oder hast du da irgendwas gehört? Also auf diesen Punkt ist dann in der Diskussion nicht eingegangen worden, aber es gab ja auch viele andere Punkte, die noch zu diskutieren waren. Ich weiß nicht, du warst auch bei der Keynote dabei, Lambert, oder? Ich musste leider früher raus. Ich bin immer wieder unterbrochen worden von Arbeitssachen. Das ist halt der Klassiker von das blöde Konzept, gleichzeitig arbeiten wollen und dann aber auch an so einem Ding teilnehmen, was einfach nicht geht. Leute, ich sag's euch, Multitasking ist eine Illusion, ja. Habe ich mal wieder gemerkt, sorry. Ja, ich fand es total schade, aber ich habe gelernt, als ich gesagt habe, wird es denn aufgezeichnet, dass tatsächlich die Keynote und die Keynotes, es gab ja mehrere, gab ja heute auch wieder eine, aufgezeichnet wurden und auch veröffentlicht werden. Das heißt, die kann man sich später noch anschauen, weil ich auch gelesen hatte, ich habe das dann auf Twitter mitverfolgt, was so geredet wurde und da ging es wohl auch ein bisschen um Sprache und dass sobald man natürlich irgendwie etwas in... wiedergibt oder erzählt oder kommuniziert, dass es immer anders verstanden werden kann, als es gemeint ist, ne? Und das fand ich ja dann wieder sehr, sehr spannend, weil ich da ja auch zu der Sprache im IPCC-Report so einiges zu sagen hatte und da ein bisschen mich reingelesen habe. Es ist nicht einfach. Oh, Claudia, da tickst du was an. Bitte erklär mal, was du dazu machst, weil das finde ich auch nochmal ein spannendes Medienprojekt, was ja auch relativ neu ist von dir. Achso, du meinst den Podcast an sich? Ja, genau. 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 Ja, ich mache zusammen mit Florian Freistetter einen Podcast, der heißt Das Klima. Der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Und wir sind total verrückt. Also wirklich total verrückt, weil wir lesen den IPCC-Report. Und wenn ihr es noch nicht wisst, der hat 3 Teile und jeder einzelne Teil hat ungefähr 4000 Seiten. Und wir lesen den und gehen den Kapitel für Kapitel in dem Podcast durch. Und ja, und da haben wir zum Beispiel eben auch, also Kapitel 1 des ersten Teils, da ging es auch um Sprache und wie die ihre Sprache kalibrieren. Und im letzten Teil, der jetzt gestern erschienen ist, Folge 9 muss das sein, geht es sogar um kalibrierte Abbildungen. Also die versuchen sich sehr zu vereinheitlichen. Und ich finde das total spannend, also beide Aspekte, Sprache vereinheitlichen und Bilder vereinheitlichen. Aber ich merke halt total, wir übersetzen diesen IPCC-Report ja in verständlich, also versuchen wir, und auch noch in Deutsch gleichzeitig. Das ist
In verständlich und in Deutsch. Ja, ja, ja. Ja. Ich, nee, klar, was du meinst, ja. Ja, genau. Ja, 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 ja. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Ja. Aber wo du meinst, Sprache wird dort übersetzt. Also ihr habt das ja im Podcast so richtig ausführlich dargestellt, dass die richtig so eine Definitionstabelle haben, dass zum Beispiel likely ist eine Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent, most likely ist dann so und so viel Prozent und extremely likely ist dann so und so. Also das fand ich irgendwie ganz spannend, dass sie da richtig so, also es ist quasi eine richtige Computerisierung der Sprache, kann man fast schon sagen, oder? Mechanisierung. Total. Also Kalibrierung fand ich auch schon ein wenig sanft ausgedrückt dafür. Aber das Ding ist halt tatsächlich, dass likely da einen Zahlenwert hat, ja. Aber wenn du likely sagst, kommt das trotzdem bei jedem immer wieder anders an. Also, und wenn ich wahrscheinlich sage, was die Übersetzung ist, dann heißt das aber wieder für die Leute hier ein bisschen was anderes. Und selbst wenn sie wissen, da gab es eine Studie zu, die werde ich jetzt nicht verlinken, weil die ist Closed Access. Da gab es eine Studie zu. Ich kann dir aber gerne, die war in dem Blogpost drin, ich poste gleich noch den Link. Da haben sie sogar rausgefunden, selbst wenn die Leute wissen, was gemeint ist, also wenn man denen diese Skala erklärt und denen das zeigt, die schätzen es immer noch falsch ein. Also Sprache bleibt Sprache. Und wenn was natürlich sprachlich ist, dann... Missverständnisse bleiben Missverständnisse. Manchmal weiß nicht mal, was FKK bedeutet. Freie Kommunikationskultur. Ja, kann auch sein. Genau, das habe ich gemeint. Aber Claudia, du hast kein Panel jetzt da eingereicht beim Forum oder was? Das wäre doch, hättest du doch gut machen können. Es war ja schon zu spät. Ja. Wir waren ja so knapp. Wir haben doch diesen Podcast in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Fußboden gestampft. Hier könnt ihr ihn abonnieren. Ich suche gleich mal nochmal den Link raus. Okay, aber ihr, was gibt es denn sonst noch? Was war denn heute sonst noch? Heute so auf dem Forum los bei euch? Henning, wo warst du drin? Ja, ich muss sagen, dass ich auch diese Überforderung wie Lambert fühle, der Remote-Teilnahme. Also ich finde es super, dass es das Forum gibt und wenn man schon nicht Präsenz machen kann, dann muss man es online machen, auf jeden Fall. Aber ich fühle auch so ein bisschen diese Überforderung, dass dann irgendwie doch mal eine dienstliche Mail reingeht und wenn man wirklich dort vor Ort in Hannover, wie es geplant war, gewesen wäre, dann guckst du halt auch nicht dauernd auf die Mails. Und dieser Vernetzungsaspekt, das finde ich eigentlich das Geile am Forum, nicht nur das Tanzen am zweiten Abend, was in der Tat spaßig ist, sondern auch in den Kaffeepausen mit den Leuten da stehen. Die haben beim Forum dieses so ein Chat-System gebaut, wo man auch auf so einem Monitor virtuell hin und her laufen kann und wenn man sich näher kommt, dann kann man einander hören und sich miteinander... Kaffeepausen, also ich fand die Kaffeepausen-Idee mit den Icons, wo man sich hin und her schieben kann, super. Und ich habe mich da mittlerweile auch sehr dran gewöhnt, dass das geht. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ihr wart da drin, ja? Beide mal in dem... Nein? Also es ist so Wonder Me-mäßig, Lambert. Also, ne? In dem Special-Chat war ich dran. Ja, das kenne ich. Ja, ja. Genau. Und das einzige Problem, was ich damit hatte, war, dass die hinten dran nicht einfach nur eine Abbildung hatten, sondern animierte GIFs. Und dann standst du da in der Runde und warst am Reden und im Hintergrund wackelte die ganze Zeit der Teebeutel hoch und runter in den Tee. Und ich dachte so, oh Gott, das macht mich wahnsinnig. ja. Aber ich muss auch ein großes Lob loswerden bei der Gelegenheit. Das war eine sehr umsichtige Wahl des Tools. Ich kannte das vorher nicht. Ja. Ich kannte, wie vielleicht viele andere auch hier unter den Hörenden, ich weiß es nicht, so ähnliche Tools. Wonder Me war mir über den Weg gelaufen. Gather Town. Und nicht zuletzt kannte ich natürlich auch Breakout Rooms von solchen Tools wie Zoom oder so. Und all dieses oder Elemente davon findet man also in diesem Spatial Chat wieder, aber solider in der Umsetzung, also eine elegantere, schönere Benutzungserfahrung und eben auch einfach ja solider im Betrieb, weniger Ruckler und so. Das fand ich sehr gut gemacht. Das ist nochmal, hat einem so richtig vor Augen geführt, was mit so einer Art Plattform geht. Also echt Props für die Wahl des Werkzeugs. Das klingt so banal, aber ist es ja nicht. Man muss ja erstmal entdecken, dass es das gibt in der Qualität und sich entscheiden, es zu machen. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Guck mal, hier eine sehr gute Frage. Was war bisher euer Highlight und größter Aufreger? Also mein Highlight war ein Tweet von Philipp Schrögel, den ich gleich nochmal raussuche, der irgendwie in einem sehr herrschaftlichen Schloss
gerade an einer anderen Veranstaltung teilnimmt und dann irgendwie ein Bild twitterte, wie er da im Schlosssaal an einem sehr langen königlichen Tisch saß und seinen Laptop aufgeklappt hat. Das war mein Highlight. Ich suche gleich mal den Tweet. Das war dein Highlight? Okay. Ja, ich gucke gerade, ob ich schnell den Namen finde, wenn mein Highlight war von hier sehe ich doch den Gesa Fischer. In einer Session einen Mini-Impulsvortrag zum Thema Wissenschaft erlebnisorientiert zum Sprechen bringen, die tatsächlich Wissenschaft und Improvisationstheater vereint hat. Und Entschuldigung, das ist ja mal der Hammer. Also da gab es auch so Ausschnitte, also sogar ein Video verlinkt von diesem Improvisationstheater, das dann quasi Wissenschaftler im Dialog, also ein Wissenschaftler im Dialog war und dann greifen das die ImprovisationsschauspielerInnen auf und spielen dann da eine Szene zu. Und dann wird das danach wieder diskutiert. Sorry, war ich weg. Da war ich weg von. Das fand ich klasse. Das ist ja mal eine Idee. Improvisationstheater in Wissenschaft. Das klingt sehr gut. Ja, ja. So, Lambert, dein Highlight war die Arbeits-E-Mail gestern, oder? So ungefähr, ja. Naja, der Forschungsstrom jetzt. Das ist natürlich, ja, das ist total selbstreferenziell, das ist mein Highlight. Nee, aber eine Sache, über die ich gestolpert war, nachdem ich Wissenschaft im Dialog ja vorhin gerade sehr gelobt habe, kann ich jetzt ja auch mal einen kritischen Aspekt bringen. Also worüber ich gestolpert war, ich weiß nicht, ob ich sowas besser machen könnte oder so, war einfach der Einstieg in die ganze Veranstaltung. Weil mir fiel auf, dass es so ein gewisses Cliff gab. Es gab so auf der einen Seite diese völlige Unverbindlichkeit eines virtuellen Foyers, Kaffeeraums, wo man sich trifft und so und tolle Plattform, funktioniert, viele Leute da, wow und so weiter. Und dann kamen aber erstmal zwei Blöcke, wo wirklich längere Zeit jeweils, also mit der Intro-Keynote, also mit dem Intro von den Veranstaltern und dann der Keynote, jemand frontal en bloc was erzählt, ohne Interaktion zu. Ja, und ich, also wie gesagt, das ist jetzt wirklich gerade Nörgeln auf hohem Niveau, ja, verzeiht es mir, weil ich meine, die Interaktionsmöglichkeiten insgesamt waren gegeben und waren danach dann in den folgenden Teilen auch viel stärker zum Zuge gekommen oder so. Als Anregung fürs nächste Mal, vielleicht könnte man mal nachdenken, wenn man schon so eine reine Online-Veranstaltung macht, dass man auch in diesen ersten Blöcken, die sinnvollerweise sich an alle richten. Das ist gar nicht mal so schlecht, ja, dass erstmal alle auf einem gewissen Stand sind, auch alle einen gemeinsamen inhaltlichen Impuls bekommen, dass man gleichwohl auch dort ein Interaktionselement einbaut oder so. Nur so ein Gedanke an Wissenschaft im Dialog, falls hier jemand mithört, könnte man mal drüber nachdenken, ob das auch machbar wäre. Ich hätte es dann schöner gefunden. Also die Keynote war super anregend, ja, also das dem Lob schließe ich mich an. Sehr gute Idee, das zu machen. Da hätte man vielleicht auch schon dann irgendwo die Leute triggern können, da irgendwas, nee, triggern ist das falsche Wort, nudgen können, irgendwie eine Interaktion zu machen. Ja. Lambert, war das nicht, Entschuldigung, wenn du was sagen wolltest, aber Lambert, war das nicht bei dem einen Open Access Barcamp, nicht Open Science, Open Access Barcamp, da konnte man sich auf Stühle setzen, um den, also da war man so 2D-Figur und hat sich auf einen Stuhl gesetzt, um den die Keynote-Vortrag zu halten. Man konnte nur noch die Person links und rechts von sich wahrnehmen, außer dem Speaker. Das ist total genial. Also sowas hätte ich gerne so. Also dass man noch die Person neben sich hören kann, aber nicht die redende Person einen selber hört. So. Das, also, I love that. Das klingt ziemlich verrückt. Okay. Ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert, aber wenn du sagst, dass es funktioniert hat, ja, gut. Mhm. So, wir verquatschen uns schon wieder, ne? Wir wollten ja noch mal ein bisschen über die Inhalte des Forums sprechen, aber wir haben uns ja auch noch mal ein bisschen Verstärkung hier geholt und haben ja zwei Gästinnen eingeladen, die wir jetzt, denke ich mal, dazu holen könnten, oder? Genau. Dann kommt hier die Julia zu uns auf die Bühne und der Robin. Hallo, willkommen im Forschungsturm. Moin, moin. Wollen wir erstmal eine kleine Vorstellungsrunde machen, dass ihr kurz erzählt, wer ihr seid, damit die Leute alle wissen, wer ihr seid. Genau, Julia, fängst du an? Ja, ich bin Julia Arendt. Ich habe jetzt gerade meinen Master im interaktiven Informationsdesign an der Kunsthochschule in Kiel, deswegen moin, moin, abgeschlossen.
Genau, und ja, freue mich jetzt auf Wissenschaftskommunikation in der Zukunft. Und habe ein Escape Game gemacht mit Wissenschaftskommunikation zum Coronavirus. Darüber reden wir gleich. Ja, ich bin Robin. Ich bin so knapp davor, meine Dissertation im Bereich Klimawandelkommunikation einzureichen an der Universität Amsterdam. Und ja, habe da dieses Überlappungsfeld zwischen politischer Kontroverse, politischen Diskursen und Prozessen und der Wissenschaftskommunikation analysiert in den USA und in Deutschland und im Vergleich. Und bei FWK habe ich einen bisschen darauf aufbauenden Workshop gestaltet. Aber darüber reden wir später. Schön, schön. Das ja, super, dass ihr, hier seid. Und genau, Robin, du hast schon gesagt, du hast einen Workshop gemacht und Julia, du hast auch eine Session angeboten oder was hast du heute beim Forum gemacht? Genau, eine kurze Projektvorstellung habe ich gemacht, genau. Genau, da gibt es immer so diese 7 Minuten Projektvorstellung und wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Escape Game zur Wissenschaftskommunikation zu machen? Ich bin in Kiel über den Wochenmarkt gegangen und habe gesehen, dass einige Leute, das war zum Anfang der Pandemie, also wirklich vor, ja, März 2020, und einige Leute hatten halt ihre Masken irgendwie richtig auf, aber einige hatten ihre Masken, das war noch die Zeit, wo man noch nicht so richtig sicher war, ob man die jetzt über Mund und Nase oder ob es nicht eigentlich auch reicht, die über Mund irgendwie zu tragen, oder einige Leute, die dann sich mit Plastiktüten ausgeholfen haben und viele Leute, die gar keine Masken getragen haben, und da habe ich irgendwie gedacht, okay, dieses Semesterprojekt braucht eine ganz spezielle inhaltliche Ausrichtung, und zwar Richtung Wissenschaftskommunikation zu Corona. Und so bin ich dann irgendwie darauf gekommen. Es hat sich einfach entwickelt, weil es war Corona, das heißt, was Digitales war irgendwie naheliegend. Ich habe interaktive Medien studiert, also ist was Digitales sowieso relativ naheliegend. Genau, und da ich halt vorher noch nie so ein Spielformat gemacht habe und ein Studium dafür da ist, auch mal alles Mögliche auszuprobieren, habe ich dann mich dafür entschieden, ein Escape Game zu machen. Das ist cool. Finde ich super. Wie müssen wir uns das vorstellen? Kannst du vielleicht nochmal oder vorab nochmal kurz sagen, was ist ein Escape Game für vielleicht die 2 Zuschauer, die das noch nicht wissen? Genau, das kommt halt von den Live-Escape Rooms, wo man in einem Raum eingesperrt wird. Und der Sinn der Sache ist, dass man aus diesem Raum entkommt. Im Digitalen funktioniert das natürlich ein bisschen anders, weil man muss da jetzt nicht mehr zwangsläufig sich daran halten, dass es man eingeschlossen ist. Im Prinzip ist es dann sowas wie ein Point-and-Click-Adventure im Stil von Monkey Island, so. Gut, irgendwie klickt man auf die einzelnen Dinge, die man in einem Raum, virtuellen Raum dann vor einem sieht, um Hinweise zu erlangen und um die Mission zu erfüllen, was auch immer das dann im Detail ist. Da ist man in digitalen Escape Game ja nicht mehr so, ich sag mal, eingeschränkt. Das ist jetzt dann nicht mehr, man muss also auch in unserem Spiel nicht mehr aus einem Raum entkommen, sondern man muss halt durch mehrere Räume durch, um eine Mission zu erfüllen. Aber die einzelnen Türen sind natürlich verschlossen, so im Escape Game Style, ja. Ja, wenn du Monkey Island erwähnst, dann triffst du hier gleich auf die Herzen des Chats. Das zeigt wahrscheinlich, dass der Chat genauso alt ist wie wir. Was übrigens nochmal nahelegt, dass ich vergessen habe, am Anfang noch was zu Twitch zu sagen, wie mir gerade auffällt. Also wenn ihr noch wissen wollt, wie Twitch funktioniert und was hier eigentlich gemacht wird, dann wartet noch ein paar Minuten. Stimmt, das wolltest du sagen, ja. Du hast eben gesagt, Semesterprojekt, was ist das? Ist das irgendwie eine Teamarbeit oder ist das dein Semesterprojekt oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, also es hat als Semesterprojekt von mir gestartet, aber ich habe natürlich kein Escape Game komplett alleine gemacht, das ist natürlich wahr. Also ich hatte fleißige Unterstützung von Fine Stuhl und Cedric Köhler, mit den beiden habe ich das zusammen gemacht. Und es ist halt dann aus dem Rahmen von einem Semesterprojekt ziemlich schnell rausgeschritten, weil es dann doch sehr viel aufwendiger wurde als nur, ja, ich hole mir meine paar Credits ab. Aber damit hat es halt gestartet und das ist halt insofern auch das Coole bei uns im Studium, dass man relativ frei Projekte im Master auch mal machen kann und dafür dann auch Platz ist. Und wie muss ich mir das jetzt, du wirst ja vielleicht auch mal irgendwie deine Bekannten, weiß nicht, deine Oma oder so da reingeschickt haben und hier, guck mal, wie erleben das die Leute? Was nehmen die da mit? Komplett unterschiedlich. Also wir haben ja, darüber habe ich heute auf dem Forum Wissenschaftskommunikation gesprochen, so eine Projektevaluation am Ende gemacht, also so eine Umfrage, die da angeschlossen ist. Wo wir einmal geguckt haben, ja, wie hat es den Leuten denn gefallen, wo hat es auch gehakt. Wir haben am Anfang natürlich auch
mehrere Prototypen gehabt, wo wir halt dann eben genau das gemacht haben, dass wir unsere Eltern da reingeschickt haben, um auch sicher zu sein, dass das funktioniert, dass es auch für alle funktioniert, weil wir ja schon eine breitere Zielgruppe ansprechen wollen. Wir konnten aber in unserer Auswertung sehen, dass wir halt trotzdem eher tendenziell Jüngere angesprochen haben. Also so 20 bis 35 war irgendwie so die Range, wo wir die meisten erreichen konnten. Genau, was die Leute mitnehmen, ganz unterschiedliche Sachen, denke ich. Also wir haben gesehen, dass die meisten Leute, also so 73% konnten danach das, was wir vermitteln wollten, reproduzieren, was schon mal gut ist. Ja, was darüber hinausgeht im Detail, ich denke, es gefällt den Leuten. Aber wir haben den Link hier mal in den Chat getan. Also das kann man auch online frei zugänglich spielen, so verstehe ich das richtig, ne? Ja. Und wir hatten uns überlegt, ob wir das hier im Format spielen können, aber du hast gesagt, man knobelt da ein bisschen länger dran als ein paar Minuten. Wie lange brauchen die Leute im Durchschnitt? Ja, so um und bei eine Stunde, aber einige sind auch viel, viel schneller. Also das kommt einfach darauf an, ja, wie gewohnt man das so ist, in dieser Escape-Game-Rätselmechanik sich zu bewegen und auch manchmal, was man einfach für Ideen hat. Ne? Das ist nicht so vorhersehbar. Aber es ist für alle schaffbar. Gibt es denn Hilfen? Das ist für mich immer wichtig. Genau. Als Gamerin mit wenig Talent gibt es Hilfestellung, wenn ich. Ja, du kannst es nicht schaffen. Also wir haben Tipps eingebaut, sogenannte Expertentipps, wo du dann anrufen kannst und die helfen dir dann weiter. Und wenn du gar nicht weiterkommst, sagen sie dir am Ende auch die Lösung, sodass du durch den Raum durchkommst und weiterspielen kannst. Ist das dann der Boss? Also Könnte dann ein glattes Spiel sogar für mich sein. Das ist schön, ja. So ein Netz und doppelter Boden, oder? Ja. Ja. Aber das würde ich sowieso vorschlagen. Also bevor jetzt irgendjemand da drauf geht und sagt, super, das spiele ich nachher noch in einer Nacht- und Nebelaktion nach Forschungsstrom, vielleicht könnten wir das zusammenspielen hier. Also jetzt nicht heute, weil das, wie gesagt, doch länger dauert, aber vielleicht spielen wir das ja mal. Also so, vielleicht hat Lambert Lust, vielleicht hat Henning Lust und vielleicht haben ein, zwei Leute von euch da draußen Lust oder drei, weil man kann bis zu 6 Leuten, macht es praktikabel. Genau, könnten wir das zusammenspielen? Wenn sich Leute finden, dann hebt doch mal kurz eure Hand, dann setze ich nachher mal so einen Terminplaner auf. Yeah, eine Spielefolge. Alles klar, ist ja ein Henning, ein Lambert und ein Aaron und ein Freundin. Ja, super. Sind wir doch schon mal 5. Cool. Genau. Gesine ist auch dabei. Gesine ist auch dabei. Ich weiß nicht, ob das ein Gesine-Jahr ist. Ist das ein Jahr, Gesine? Dann warst du noch vor Barry und du wärst vor Barry dabei. Ja, das ist doch so ein Vulkaniergruß, den sie gepostet hat. Oder sehe ich das Emoji? Okay, Gesine ist dabei. Gut, ja. Dann werde ich euch drei nachher dann mal auf Twitch eine Nachricht schreiben. Da müsst ihr mal gucken, dass ihr auch seht, dass ich euch da schreibe. Aber und alle anderen dürfen aber zugucken. Dabei, ja, genau, die wir losen und die offensichtlichsten Fragen und Rätsel nicht lösen können und so. Das ist doch eure Rolle. Ha, die verstehen das ja gar nicht und so. Julia, ohne jetzt schon zu viel zu verraten an uns, die wir das vielleicht alle noch spielen wollen, aber das Thema ist ja Covid-19. Was kann man dazu sagen? Also ohne jetzt was zu verraten, wie ist jetzt das Thema, also du hättest ja auch ein anderes Thema machen können, keine Ahnung, Klimawandel oder so, wie verdrahtet sich so ein Thema wie jetzt hier Covid-19 mit dem Escape Room? Naja, es gibt halt eine Mission, die ist sehr nah am Virus dran. Also man muss die Welt retten und einen Impfstoff finden. Gut, inzwischen ist das ja Gott sei Dank schon getan, aber zu dem Zeitpunkt, als wir das erstellt haben, war es ja noch nicht passiert. Und das ist auch das, was das Game so ein bisschen versucht zu vermitteln. Wie funktioniert dieser gesamte wissenschaftliche Prozess von Impfstoffentwicklung? Was macht man so durch als Forscher? Ohne dass wir da jetzt uns zu stark, also wir haben immer wieder gemerkt, dass es echt wichtig ist, dass man die Balance hält zwischen Wissenvermittlung und Gaming, weil wenn man versucht, da zu viel Inhalte reinzuklatschen, dann geht einfach das Spielen komplett flöten. Und wir haben immer wieder auch dann abgespeckt in unseren Inhalten, die wir vermitteln wollten, sodass wir so ein paar wirkliche Covid-Basics vermitteln und halt wie ein Impfstoff produziert wird, beziehungsweise wie er entsteht, also wie er funktioniert, so rum eher Produktions, gar nicht so im Detail. Genau, das ist so ein bisschen das, was dich da erwarten würde. Ja. Jetzt kommt hier gerade die Frage aus dem Chat, ob sich das Spiel auch jetzt der aktuellen Lage, die sich jetzt verändert hat, gegenüber anpassen ließe. Naja, im Prinzip ist das, was wir da erklären, wie ein Impfstoff funktioniert,
so funktioniert der Impfstoff, den wir jetzt haben. Also insofern, es ist jetzt nicht out of date oder so. Also alles, was da passiert, das ist jetzt natürlich nur nicht mehr so, dass wir uns im ersten Lockdown befinden, aber tatsächlich sind es ja immer wieder Wellen, die wir jetzt mitmachen und immer wieder Teile unserer Erde, die stärker und weniger stark betroffen sind. Also diese Situation, dass man nochmal zu Hause bleiben könnte, ist ja jetzt nicht komplett ausgeschlossen, dass das uns doch nochmal irgendwie trifft oder andere trifft oder wie auch immer. Dadurch ist das jetzt, glaube ich, noch nicht so ganz outdated. Aber klar, ansonsten kann man in dem Spiel auch noch ein Update machen und eine neuere Variante davon machen, wenn man da jetzt irgendwie noch neue Inhalte mit einbringen wollte. Genau, wenn das Ziel war, den Impfstoff herzustellen, dann klar, ist das schon ergeben. Jetzt aktuelle Ziele, die ich jetzt eher so sehen würde, ist irgendwie, wie schaffen wir es, den Impfstoff gerecht über die Welt zu verteilen? Aber das ist vielleicht gar nicht so sehr eine rein wissenschaftliche Frage oder persönliche Ziele, die ich so sehe, ist, wie schaffe ich es, unimpfbare Kinder durch die Welle zu bringen, bis die Kinderimpfung da ist. Aber das sind wahrscheinlich alles keine besonders wissenschaftlichen Fragen. Sehr politische, und das wäre jetzt eine gute Überleitung. Sehr gut. Aber ich freue mich selber darüber. Vielen Dank, dass du uns das vorgestellt hast. Super. Ja, vielen Dank. Ganz toll. Es ist super vielversprechend und ich freue mich schon auf die Extra-Folge nur dazu. Bevor wir den Übergang machen, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt an dieser Stelle die Runde etwas ausweiten, weil sozusagen schon in den Startlöchern in der Lobby die nächste Gästin für unsere Runde dann letzten Endes zu sechs sogar steht. Und wäre mein Vorschlag, Rebecca, wenn du schon bereit bist sozusagen, ich glaube schon, oder? Dann kannst du schon mal ein Mäuschen spielen, während gleich Robin seine Projekt vorstellt. Hallo. Willkommen, Rebecca Winkels. Hallo zusammen. Hi. Hallo, Rebecca. Schön, dich hier zu haben. Du bist noch ein bisschen dunkel, ehrlich gesagt. Wenn du was an deinem Licht machen kannst, ja, genau, dann wäre super. Wenn du da noch mehr Licht hättest, dann würden wir dich noch besser erkennen können. Ich versuch mal, mehr Licht zu machen. Ja. Hast du jetzt mit deinem Handy Licht gemacht? Das ist der alte Trick der mangelnden Deckenbeleuchtung in dieser Wohnung. Okay. Ja. Vielleicht kannst du dich auch kurz vorstellen, damit alle wissen, wer du bist. Ja, kann ich total gerne. Hi, ich bin Rebecca Winkels mit Nachnamen, aber es tut auch nicht zur Sache. Und ich mache bei WED die Kommunikation und Strategie, da leite ich die Abteilung für. Und bin netterweise eingeladen worden zum Forumsforschungsstrom, was jetzt ja nicht so ganz, also vielleicht auch Sinn ergibt, dass jemand von WED dabei ist, wenn wir es schon organisieren. Was ist denn WED? Ich frage mal so ganz. Claudia weiß nicht, was WED ist. Was ist WED? Was ist WED eigentlich? Genau, WED ist Wissenschaft im Dialog. Wir sind die Organisation für Wissenschaftskommunikation der deutschen Wissenschaft. Also wir sind sozusagen von allen Wissenschaftsorganisationen und Einrichtungen gefördert, um Wissenschaft in Deutschland sozusagen zu verbessern, würde ich es mal sagen, und in verschiedenen Bereichen Sachen zu testen, neue Formate zu entwickeln und uns auch so ein bisschen Gedanken über die Metaebene Wissenschaftskommunikation zu machen. Hast schon Solidarisierung im Chat. Das ist sehr gut für meine Lampenwohnung. Situation. Ja gut, dann schon mal willkommen. Schön, dass du da bist. Du guckst ja sonst öfter zu, ne? Genau, ich gucke hin und wieder mal zu und bin ein Forschungsstrom-Fangirl sozusagen. Das sind uns die liebsten Gästinnen, das ist toll. Gut, aber ich glaube, wir würden jetzt nochmal erstmal zu Robin rübergehen, oder? Ja. Weil bei dem war ich nämlich heute in einer Session. Der hat eine Session angeboten, die ich total spannend fand, wo ich mich dann da quasi reingesetzt habe und mitgemacht habe. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, Robin, was die Idee deiner Session war. Du hast heute die auf Englisch bekommen, aber ich werde es trotzdem auf Deutsch erzählen, weil morgen gibt es ja auch nochmal auf Deutsch. Also vielleicht sehe ich da ein paar Gesichter, die ich jetzt hier nicht sehen kann oder so. ja, also in der Session geht es ein bisschen darum, dass man ja oft irgendwie das Gefühl hat, okay, es gibt so viele öffentliche Debatten, wo irgendwie beides Wissenschaft und Politik irgendwie eine starke Rolle spielen. Und gerade, ich bin selber im Bereich Klimawandelkommunikation, und wenn man sich da auch ein bisschen die Diskussion innerhalb der Wissenschaft anschaut, merkt man, dass es da relativ viel Bedürfnis gibt, da irgendwie mehr teilzunehmen. Und es gibt auch von der Öffentlichkeit so irgendwie die,
die Forderung geradezu. Ja, sagt doch mal was, ja, bezieht doch mal Stellung und äußert euch dazu, weil ja, irgendwie geht hier nichts weiter. Und das ist nicht nur beim Klimawandel so, das ist auch ein bisschen bei anderen Themen so. Aber gleichzeitig ist es irgendwie ein bisschen schwierig, das zu tun, weil oft ja, geht es dann irgendwie vielleicht nach hinten los oder man wird dann irgendwie angefeindet und man hat vielleicht auch Angst, dass irgendwie da die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft so jetzt als Ganzes irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Und in dem Workshop ging es dann darum, da ein bisschen über so die Wünsche, warum macht man damit, wieso will man da mitmachen, ein bisschen die Gefahren, aber auch dann konkrete Strategien, wie man das dann gestalten könnte, wie man sich nicht so in so ein politisches Hickhack reinziehen lässt, eventuell. Ja, darum ist es gegangen. Und wie macht man das, wenn man, wie ich den Klimawandel kommuniziert, sich nicht in politisches Hickhack hineinziehen lassen? Also bei mir ist das noch ein ungelöstes Rätsel, deswegen. Ja, also ich glaube, die eine Sache ist, die es macht vielleicht ein bisschen Sinn zu unterscheiden, geht es jetzt um eine politische Aussage, zu der ich was sagen möchte, oder geht es eher um die Wahrnehmung, dass es da irgendwie eine falsche Wahrnehmung, eine falsche Interpretation von Fakten geht oder eine falsche Wahrnehmung der Wissenschaft. Und ich finde, man kann beides sehr gut machen, aber ich glaube, es macht in der Kommunikation ein bisschen Sinn, das zumindest strukturell voneinander zu trennen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es für beides irgendwie einzelne Persönlichkeiten geben muss, aber dass man vielleicht in seiner Argumentation da ein bisschen unterscheidet. Und eine der Strategien ist quasi, wenn man über Politik redet, muss man sich natürlich auf eine politische Diskussion einlassen. Also da kommt man irgendwie nicht rum. Aber bei das, was ich quasi vorschlage für diesen wissenschaftlichen, faktenbezogenen Teil, ist, sich eher darauf zu konzentrieren, darüber zu kommunizieren, was ist denn so im Groben und Ganzen akzeptiert oder Konsens innerhalb der Wissenschaft und was ist vielleicht noch kontroversiell und wieso weiß ich das? Eher, jetzt ist kurz das Englisch rausgekommen, ich arbeite immer auf Englisch, eher als jetzt darüber zu reden, warum wir denn im Detail jetzt, welche Methoden wir verwendet haben und welche spezifischen Studien wir gemacht haben, weil darüber lässt sich dann immer mehr ins Detail gehen und die Diskussion verläuft sich dann irgendwie. Und das ist ja eigentlich auch die Strategie, der wir auflaufen ein bisschen, wenn wir uns auf so Diskussionen einlassen, dass wir nicht das Große und Ganze im Blick halten. Das war mein Vorschlag, sich auf das Große und Ganze konzentrieren und gleichzeitig auf Felder als Ganzes, über wissenschaftliche Felder als Ganzes zu kommunizieren. Das heißt aber auch so grundsätzlich, dass sich politisch äußern oder zu politischen Fragestellungen Stellung beziehende Forschende eigentlich für dich völlig im Rahmen des, das sollte man tun, liegen? Oder ist das nochmal ein bisschen zu differenzieren? Persönlich würde ich sagen, ja, im Prinzip schon. Und ich finde gerade, weil wir ja auch oft über gewisse Themen gut informiert sind, macht es Sinn. Da gibt es vielleicht eine Einschränkung, die mir persönlich am Herzen liegt, ist vielleicht ein bisschen zu sagen, ich bin ja Kommunikationswissenschaftler, ich beschäftige mich mit Politik und mit Kommunikation und den Medien. Und vielleicht sollte ich mich nicht darauf aufbauend auf Felder beziehen, die jetzt gar nicht wirklich meins sind. Und das merkt man gerade beim Thema Klimawandel oft, dass viel KlimawissenschaftlerInnen eigentlich zu politischen Maßnahmen befragt werden. Und da, finde ich, kann man sich schon überlegen, ob man da nicht ein bisschen vorsichtig sein will und eigentlich sagen, hey, mir geht es um die wissenschaftliche Basis, wenn es darum geht, was wir tun sollen, frag doch mal unsere Kolleginnen aus den Sozialwissenschaften, ja, aus der Politikwissenschaft, aus der Ökonomie, aus der Soziologie, aus der Psychologie und so weiter, weil die eigentlich viel mehr Expertise darüber haben. Und dann damit kann man sozusagen auch den Angriff auf die eigene Glaubwürdigkeit schon vorher abwehren, indem man sich einfach nicht über Felder äußert, die so nur am Rand der eigenen Expertise liegen. Ja, das finde ich total spannend,
Also im Prinzip ist es ja ähnlich dem, was wir ganz am Anfang der Pandemie bei Drosten immer wieder mantraartig gehört haben. Das liegt außerhalb meiner Expertise. Ja. Da sollten Sie eher Wirtschaftsforschende befragen und Ähnliches. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob immer so gut zu erkennen ist, wo die Grenze ist. Also er hat sich ja auch öfter dann zu solchen Sachen geäußert, weil das natürlich eine fließende Sache ist. Oder siehst du da wie siehst du da so den Übergang? Ist das trennscharf oder wie macht man das? Nee, ich würde sagen, es ist nicht ganz trennscharf. Und es ist auch lustig, also dieser Podcast, der hat in vielerlei Hinsicht ziemlich viele Sachen realisiert, die mir auch aufgefallen sind im Vorfeld. Und mich würde es wirklich interessieren, wer Drosten und das Team, das diesen Podcast produziert hat, gecoacht hat, weil die haben wirklich auch sehr gute Arbeit gemacht, denke ich. Also ich denke mal, dass die auch professionelles Coaching hatten. Aber ich würde sagen, die Grenzen sind natürlich nicht ganz scharf. Man kann immer noch natürlich dann sagen, okay, das liegt jetzt irgendwie, ich habe hier das Wissen, das geht so und so weit und dann kommt meine private Meinung noch mit dazu oder vielleicht auch meine persönlichen, ja, wir haben in dem Workshop heute auf Englisch schon auch viel ein bisschen über Werte geredet und über Anliegen, ja, wo man dann vielleicht auch durchaus transparent sein kann und sagen, ich als Person mit diesen und jenen Interessen oder mit diesen und jenen Anliegen interpretiere es dann halt in diese Richtung. Und da ist noch ein bisschen Wissenschaft mit drinnen, aber da kommen auch viele andere Sachen mit rein, mit denen ich mich vielleicht nur begrenzt auskenne. Ja. Es ist ja auch, glaube ich, eine sehr absurde Annahme zu denken, dass Forschende nicht Menschen wären und nicht politische Ansichten hätten. Übrigens, also nee. Ich finde das immer sehr, sehr schwierig, dass wenn Leute sagen, ja, Forschende dürfen gar nicht politisch sein. Ich denke mir, ja, das sind auch Menschen. Natürlich haben die auch politisch eine Meinung, dass sie die natürlich von ihrer Forschung trennen sollten, ist natürlich was anderes als eine Meinung zu haben. Ja. Aber deswegen finde ich eigentlich diese Forderung auch ganz gut, die dann oft aufgestellt wird, dass dann man wenigstens transparent sein soll, in welcher Rolle man gerade spricht, dass man halt sagt, das sage ich jetzt hier als, keine Ahnung, als Virologe und das hier sage ich aber als Bürger oder wiederum was anderes sage ich als Parteimitglied der Partei X oder was. Ne? Ja, ich finde, sowas macht auf jeden Fall Sinn. Gleichzeitig finde ich, muss man auch ein bisschen aufpassen. Also ein Teil dieser wissenschaftlichen Objektivität entsteht ja auch, also man kann versuchen, das natürlich aus der eigenen Forschung rauszuhalten, aber so ganz gelingt es nicht immer. In den Sozialwissenschaften ist man da vielleicht ein bisschen kritischer und sagt, okay, das ist schwierig, das zu machen. Man muss vielleicht auch darauf hinweisen, dass ein Teil dieser wissenschaftlichen Neutralität oder Objektivität in Feldern als Ganzes entsteht und in den Diskussionen, die sich im Feld als Ganzes abspielen. Und ich finde, da kann man dann auch in der Kommunikation darauf hinweisen und sagen, hey, ich bin hier nur eine Person, aber eben als Disziplin oder als Forschungsgemeinschaft hat sich das so und so rauskristallisiert. Das heißt, meine persönliche Meinung darüber ist da schon ein bisschen weniger wichtig vielleicht auch. Ja. Auch wenn natürlich die Medien und Journalistinnen gerne persönliche Meinungen hören wollen. Ja. Aber, ja. Ja, die reizen einen ja manchmal sogar ganz in die Richtung, ne? Ja, klar. Aber da kann man dann sagen, okay, ich gebe Ihnen gerne meine persönliche Meinung zu dem, was wir jetzt daraus für einen Schluss ziehen sollten. Aber wenn wir über mein Feld reden, dann möchte ich schon klarstellen, dass es hier um mein Feld geht und nicht nur um meine Aussage. Und das war auch, glaube ich, was, das man in der Rhetorik ein bisschen üben kann, wenn man das macht. Wo man das Coaching für braucht. Wo man eventuell das Coaching für braucht, ja. So, Leute, Forschungsstrom-Coaching demnächst, ne? Also wir kriegen eins, nicht wir geben eins. Ja, wir sind doch Influencerinnen hier. Hier wird zum Beispiel, unser Outfit wird hier gelobt, also ich meins nicht. Entschuldigung, aber ja, das ist aber auch, es ist so Meta. Was steht da drauf? Metadata, Metadaten. Ja, man könnte meinen, es handelt sich um eine Band, aber nein, ich bin einfach nur ein Metadaten-Fan. So, Henning, wie ist es denn? Wollen wir spielen oder wollen wir ja, genau. Den Becher? Also Robin hat ehrlich gesagt jetzt gleich schon hier die ideale Steilvorlage für mein Spiel geliefert. Und es ist leider, müsst ihr alle GästInnen heute unter mir kurz leiden. Wir spielen nämlich heute ja mal ein traditionelles A- oder B-Spiel. Und ihr seid alle dran.
Und ich wollte gerne mit Robin, da du dich gerade warm geschnackt hast, anfangen. Und das Spiel geht also so, was ich sage, wie Kaffee oder Tee, und dann sagst du? Tee. Tee, naja, ist falsch, aber gut. Kann man nichts machen. Das ist auch völlig richtig. Der Punkt ist, ich stelle dir diese A- oder B-Fragen direkt hintereinander weg. Und die Idee ist, dass du möglichst nicht nachdenkst. Und um es ganz gemein zu machen, gibt es kein Weiter. Also ich nagel dich dann. Okay, ihr seid härter als das Zeitteam sozusagen. Ja, genau. Du weißt schon, wo wir das geklaut haben oder ich das geklaut habe, genau. Und jetzt kriegst du die spezielle Robin Viscom Edition dafür. Also, bist du bereit? Okay. Homeoffice oder Homelab? Homeoffice. Analog oder digital? Analog. Drinnen oder draußen? Draußen. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Fahrrad oder ÖPNV? Fahrrad. Weltraum oder Tiefsee? Tiefsee. Corona oder Klima? Klima. Biodiversität oder Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit. Wissenschaft Beide. Oder Politik? Politik. Einmischen oder raushalten? Einmischen. Journalismus oder Aktivismus? Aktivismus. Neutral oder wertegetrieben? Wertegetrieben. Scientists oder Scientists for Future? Scientists for Future. Journalismus oder Wissenschaftskommunikation? Wissenschaftskommunikation. Wissenschaftskommunikation oder Fact-Check? Wissenschaftskommunikation. Strategische Kommunikation oder ausprobieren? Ausprobieren. Inbox Zero oder Inbox Unendlich? Inbox Unendlich. All Mail Panel oder gar kein Panel? Kein Panel. All Mail Panel mit weiblicher Moderation oder gar kein Panel? Kein Panel. Okay, du hast es geschafft. Sehr gut. Vielen Dank fürs Mitmachen. Da waren schon ein paar Fiese dabei jetzt. Ja, ne? Und schöne Antworten, wirklich. Ja, ja. Ja, wunderbar. Psychologisch ausgelotet bei euch. Ist ja hart. Ja, Henning bereitet sich vor. Ich fand's zu fies, Claudia. War spannend. Die mit Biodiversität oder Nachhaltigkeit. Da hat Robin so gezuckt, wie ich auch gezuckt hätte. Krasse Frage, ja, echt. Ja. Ja, muss ich entscheiden hier. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Julia, darf ich dich auch auf diese ähnliche Art etwas sanft überfordern? Schieß los. Okay, iOS oder Android? Android. Klicken oder tappen? Klicken. Tippen oder diktieren? Tippen. Twitter oder Instagram? Twitter. Hatte ich schon. WhatsApp oder Signal? Signal. WhatsApp oder SMS? WhatsApp. Twitch oder YouTube? YouTube. Twitch oder TikTok? Twitch. TikTok oder Clubhouse? TikTok. Ich bin Hannah oder A Certain Degree of Flexibility? Ich bin Hannah. Open Science oder Community Science? Open Science. Community Science oder Guerilla Science? Guerilla Science. Higgs-Teilchen oder Neutrino? Higgs-Teilchen. mRNA oder CRISPR-Cas? mRNA. Impfen oder infizieren? Impfen. Mit Querdenkern diskutieren oder nicht? Mit Querdenkern diskutieren. Impfgegner oder Corona-Leugner? Impfgegner. Sehr gut, hast es geschafft. Impfgegner oder Corona-Leugner? Ja, muss man sich schon mal entscheiden. Eine scharfsinnige Überlegung von Aaron zu der WhatsApp-bezogenen Frage. Aber noch oder wieder läuft es ja. Naja. Ich finde es aber auch spannend, wie man uns aufgrund unserer Antworten auf solche Fragen generationenmäßig auch ganz gut verorten kann. Weil TikTok nie die Antwort ist. Und dann so in 10 Jahren ist dann so TikTok so voll das alte Leute-Gremium. Oh, hast du schon noch TikTok? Sind meine Eltern das groß. Rebecca, warte mal, du bist auch gleich noch dran. Ja, ich habe Angst. Vor allem mich schonst du ja garantiert nicht. Also von daher. Aber Rebecca, bevor du gegrillt wirst, Rebecca, sind wir noch mal kurz vorher nett zu dir.
zur Ablenkung. Das ist schön. Das wäre nett. Ja. Genau, genau, genau. Weil wir wollen dich natürlich auch ein bisschen befragen zu deiner Arbeit und die schöne Aufgabe fällt mir zu. Ich, ja, also ich bin echt happy darüber, dass wir dich hier haben, zumal, weil das ja für dich jetzt eigentlich quasi die Unterbrechung oder Fortsetzung, hoffentlich mehr Unterbrechung eines langen Arbeitstags ist, denke ich mal. Also du wirst ja sehr stark aktiv beteiligt sein an diesem Event und auch schon länger, wahrscheinlich schon seit ein paar Tagen, schätze ich mal so ein, ne? Also Wochen, Monaten? Ja, Wochen, Monaten. Also ein paar Tage wäre schön. In der Realität natürlich ist es ein bisschen länger und es ist gerade busy, aber jetzt ist ja schon der zweite Tag zu Ende. Vorhin hat ein Kollege gesagt, na, jetzt ist es ja fast durch und ich war dann so, okay, gestern sind Instagram und WhatsApp zusammengebrochen. Heute hat Twitter angefangen zu spinnen. Ich weiß nicht, ob es das Internet morgen noch gibt. Insofern, so fast und, durch. Das wäre eine schöne A- oder B-Frage für dich gleich. Ja. Soll Instagram zusammenbrechen oder Google Dokumente oder so? Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass der Stresspegel jetzt schon wieder dann nachlässt. Das ist ja gut, okay. Mein Chef schreibt gerade im Chat, dass Forum quasi Urlaub für uns ist. Also ich habe quasi Urlaub. Melde mich aus dem Urlaub, völlig entspannt. Ja, du hast quasi gar keinen Stress, oder? Das alles. Nee, alles völlig entspannt. Dann wissen wir Bescheid. Okay, gut. Ja, ich und so generell, also ich habe immer so den Eindruck, wenn man sich im deutschsprachigen Raum mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt, ist es ja tatsächlich so, dass man über diese Website wissenschaftskommunikation.de stolpert, nicht nur, weil sie den schönen Domainnamen hat. Also es ist so ein bisschen ein Gesicht dieser Branche oder ein Forum der Branche, nicht nur diese drei Tage im Jahr, sondern diese Website bündelt irgendwie so ein bisschen den Diskurs, habe ich den Eindruck. Man stolpert darüber. Ich habe subjektiv das Gefühl, dass mindestens alle paar Wochen so ein Hingucker ist für mich, also wo ich so merke, oh ja, da wird jetzt so thesenartig was zugespitzt, also weiß ich nicht, auf dem Höhepunkt, als gerade Clubhouse hochkam und so die Überlegung, hey, was bedeutet jetzt Clubhouse für die Wissenschaft oder so? Und ich will jetzt gar nicht mal anfangen damit, wie viele interessante Dinge, die damit zu tun haben, ich auf wissenschaftskommunikation.de im Zusammenhang mit Corona gesehen habe oder sowas. Also da würde mich interessieren, wie siehst du deine Rolle auf der Plattform? Du bist ja der Host sozusagen, die Gastgeberin, die diese interessanten Standpunkte zusammensucht. Ist das immer noch interessant, das für dich zu machen? Ist das ein Kick, diese Leute zusammen und die Position zusammenzubringen? Ja, also WISCOM.de ist eines der Projekte, was ich bei WED leite. Ich habe die Plattform natürlich überhaupt nicht alleine, sondern es steckt ein ganzes Team an ganz wundervollen Redakteurinnen. Es sind auch tatsächlich nur weibliche Redakteurinnen, also Männer sind hier nicht mitgemeint. Es steckt dahinter von drei Organisationen, also es steckt eine ganze Menge dahinter. Mein schöner Job daran ist, dass ich mich wirklich vor allem damit beschäftigen darf, Themen zu finden, Themen reinzuspielen, die aktuellen Debatten zu verfolgen und dann zu sagen, das machen wir jetzt, das machen wir dann. Und das ist ein ganz wundervoller Job, weil eigentlich mache ich ja eh immer, also beruflich halt nichts anderes, als mich ständig um Wissenschaftskommunikation zu kümmern und mich dafür zu interessieren. Ich finde das Thema einfach wahnsinnig spannend. Und was gäbe es Schöneres, als die Plattform zu haben oder zumindest für sie verantwortlich zu sein, die das dann auch noch für alle aufbereitet und zusammenfasst. Ich finde es ein super Job, es ist total spannend und ich finde es, also ich weiß nicht, ob ich, als ich angefangen habe, gedacht hätte, dass wir das hinkriegen, dass du heute sagst, die Plattform poppt bei mir mindestens einmal im Monat auf und bei vielen anderen auch und ist so ein Ding. Ich weiß nicht, also das war unser Ziel, aber ich war mir nicht sicher, ob wir das schaffen und dass wir es scheinbar geschafft haben und so. Auch mein Eindruck ist inzwischen, dass sie ganz gut etabliert ist, finde ich schon ziemlich cool. Ja, also freut einen ja einfach irgendwie. Relevanz ist ja auch mal nett. Ja, ich denke, das ist ja, also für mich jedenfalls schon klar. Und wenn du sagst, dein Job ist es einfach, die Themen so aufzuspüren, so wie der Trüffel aufspürende Hund, was ist der Trick? Also es ist wirklich dein Job, Twitter zu lesen, oder? Also ich meine. Also eigentlich rufe ich einmal die Woche Henning an und sonst lese ich Twitter. Nein, Quatsch. Ja. Also
es gibt natürlich langfristige Planung. Wir haben so Schwerpunktthemen, die wir uns setzen. Im Moment ist es jetzt nicht verwunderlich, dass aktuell viel zum Thema Sprache auf der Webseite stattfindet, weil wir natürlich das Forum Wissenschaftskommunikation haben als Konferenz und dann ja wiscom.de so ein bisschen als die Plattform sehen, die diese Konferenz in eine Dauerkonferenz quasi im Netz überträgt. Und deswegen haben wir natürlich einen identischen Schwerpunkt. Diese Schwerpunkte setzen wir so alle 2-3 Monate neu. Und dann gibt es zu den Themen viel Content und dann immer noch so ein oder zwei andere Sachen in der Woche, falls wir Leute haben, die den Schwerpunkt nicht interessieren. Und sonst ist es viel reinhören, viel über Wiscom lesen. Ich muss ehrlich sagen, wenn man bei Wissenschaft im Dialog arbeitet, ist man an vielen Dingen einfach auch sehr nah dran, was so die Entwicklung angeht. Und das hilft natürlich total. Und es ist dann auch nicht zu unterschätzen, dass hinter dem Portal ja auch das KIT und das NAVIC stehen und BID eben. Und damit ist man natürlich schon bei 3 großen Organisationen in dem Bereich drin. Und dann hat man quasi, man sitzt einfach so an der Quelle. Und was das Schönste eigentlich ist, ist, dass es inzwischen so ist, dass sich Leute bei uns melden und sagen, könnt ihr dazu mal was machen? Und das finde ich halt super. Das ist eigentlich das, was ich viel lieber wollen würde, als den ganzen Tag Twitter lesen, was ich aber natürlich tue. Also ist schon auch ein bisschen eine Sucht, muss ich sagen. Sehr interessant, sehr interessant. Das heißt, ihr habt da so eine Art Briefkasten, der sich von selbst füllt mit den Leuten, die da mitdenken. Das ist ja eigentlich das, was man im Punkto Community Building, wovon jeder träumt, der so eine Plattform betreibt oder jede, oder? Das ist doch ja, echt klar. Total ein Punkt, cool. Den man mal erreicht haben muss. Ja, ja, voll cool. Und also irgendwie so, aha, also und auch inzwischen, also irgendwie so ein bisschen, wir kriegen es dann auch hin, irgendwie, dass eine Jess Wade sich von uns porträtieren lässt oder dass eine Pia Lamberti für uns das Wissenschaftsbarometer einordnet. Also wir haben jetzt auch inzwischen so ein bisschen auch es geschafft, so ein bisschen Prominenz hin und wieder mal aufs Portal zu bringen. Und die sagen in erster Linie immer, ja, super, ich finde das voll spannend. Ich bin immer überrascht, wen ich so anfrage. Und der dann sagt, ja, klar, das kenne ich. Und ich bin immer so, hä, was? Hä? Aber klar, die lesen halt auch Twitter. Den ganzen Tag. So wie ich halt. Kann man denn bei euch auch tatsächlich, also nicht nur irgendwie so Themenwünsche äußern, was ich schon mal gut finde, dass man das kam, auf die Idee kam ich noch nicht, weil daher würde mir wahrscheinlich auch immer mal wieder was einfallen. Kann man denn auch, wenn man irgendwie Ideen hat, was man gerne schreiben würde, sich bei euch melden und sagen, ich würde gerne mal über XY schreiben, passt das bei euch irgendwann mal irgendwo rein? Genau, also klar, natürlich. Also man darf bei uns Gastbeiträge verfassen, man muss ein bisschen, also aufpassen, wir sind ein bisschen, also wir achten sehr auf Evidenzbasierung, also man kann bei uns nicht einfach irgendwas schreiben, sondern man muss die meisten Sachen belegen und ich habe schon von Leuten gehört, dass sie das ganz schön streng finden, aber ich finde das gut, ich finde es auch wichtig, also ich finde schon auch ganz gut als Redaktion dann immer mal hinzuschreiben, und habt ihr einen Beleg dafür oder nicht? Ja, ja, damit wurde ich auch neulich noch gepiesackt. Also, ja, hier ist die Studie. Du bist gereviewt worden, Claudia. Ja, das ist ja unverschämt. Statt dir einfach mal so zu glauben, gut, ne? Allmählich. Genau, ja, genau, also das ist schon so, aber im Prinzip kann sich jeder bei uns melden. Wir haben so ein paar Regeln und Guidelines, was Längen angeht. Wir gendern sehr gerne. Insofern darf man sich bei, also wir haben uns irgendwann mal besprochen, wie wir gendern mit Sternchen. Das mag man auch nicht mehr für aktuell halten. Wir denken da sicherlich auch weiter darüber nach, wie wir zukünftig gendern, aber das muss man bei uns machen, außer man möchte einen Disclaimer unter seinem Text haben, dass man sich dagegen gewehrt hat. Toll. Man muss den Review-Prozess einmal machen und das Thema muss spannend sein, aber im Prinzip darf bei uns jeder schreiben und jede Idee schreiben und sowohl Themen sich wünschen, die man nicht selber beschreiben möchte, als auch Themen selbst schreiben, ist beides möglich und total gerne. Also wir haben immer Lust auf Themen. Rebecca, ich hätte noch eine letzte Frage vorerst an dich, bevor Henning früher oder später ja sowieso dazu übergeht, dich ganz schlimm zu löchern. Ich glaube, mein Internet wird gerade schlechter. Ich mache ein Twitter Spaces auf, Rebecca. Hast du mir ein Handy rein? Hast du mir ein Twitter Spaces? Ja, danke. Ja. Nee, genau. Noch eine von der Sorte der harmloseren Fragen. Und zwar, wenn ich mich auf Wissenschaft im Dialog so umgucke, auch zum Beispiel die Leute, die du interviewst und so weiter, fällt mir auf, das ist ja sozusagen Wissenschaftskommunikation von Profis für Profis oder von Profis für N, sagen wir mal so. Ja, also und
dann denke ich mir wiederum so, das ist ja bei dieser Art Feld, Wissenschaftskommunikation, besonders komplex. Also mir kommt es immer so vor, weil die Leute aus verschiedenen Ecken kommen. Ja, also ja, es gibt sozusagen den Wissenschaftsjournalismus, aber es gibt auch sozusagen die Forschenden, die selbst was machen. Es gibt die Leute, die sozusagen traditionell vielleicht aus einer Marketing- oder Kommunikationsecke kommend in der Pressestelle einer Wissenschaftseinrichtung sitzen. Und es gibt noch zwei, drei andere Varianten, so, ne? Und jetzt mal eine ganz klassische Frage. Was wäre dein Rat, dein Tipp für Leute, die sich für Arbeiten in der Wissenschaftskommunikation interessieren? Kannst du was rausdestillieren? Hast du ein Gefühl, ein Gespür, was die Sache ist, wie man sich dem Arbeiten im Feld Wissenschaftskommunikation nähert am besten? Was sollte man lernen? Welche Skills sollte man erwerben? Gibt es vielleicht auch formale Ausbildungsgänge, die du besonders gut findest oder überraschend gut findest oder so? Kannst du dazu mal was sagen? Also erstens fühle ich mich jetzt sehr alt, weil ich jetzt schon gefragt werde, was der Nachwuchs machen soll. Das ist meine Güte. Stehst halt im Rampenlicht, da musst du mit solchen Fragen. It's over. Ich glaube, ich hätte so ein paar Ratschläge. Also ich glaube, wenn man als kommunizierende Wissenschaftlerin versucht, in die Branche reinzurücken und leider Gottes die Wissenschaft verlassen will und deswegen und dann irgendwie Vollzeitkommunikation machen, so sollte man als Wissenschaftlerin schon irgendwie auch gezeigt haben, dass man kommuniziert. Also ob das ein eigener, gut laufender Twitter-Kanal ist. Eine Kollegin von uns, Anna Henschel, war bis letztes Jahr in der Wissenschaft tätig und ist jetzt zu uns gewechselt. Das hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass sie schon ein relativ gutes Profil in den sozialen Medien hatte und auch Texte hier und da schon veröffentlicht hatte. Das hilft als Wissenschaftlerin, die in die Branche wechseln würde, als wenn man wirklich so WISCOM direkt machen will, also jeder träumt ja als Sechsjähriger davon, Wissenschaftskommunikator zu werden, professioneller, das wisst ihr ja alle. Habt ihr seit erst morgens Astronaut, immer. Dann Wissenschaftskommunikator, also, das ist die typische Reihenfolge eigentlich. Astronaut, Feuerwehrfrau und dann Wissenschaftskommunikatorin, ja. Haben wir ja alle mal von geträumt. Wir haben es geschafft, also auch schon mal stolz auf euch sein. Aber ich glaube, da wäre mein Tipp, dass ich glaube, es ist nicht so ein Studiengang, den man machen kann. Es gibt natürlich ganz viele tolle, aber der WMK gehört natürlich dazu, die gehören aber zu WISCOM.de, also ist das ein kleiner Disclaimer, der Transparenzhinweis, ich kenne die und ich unterrichte da, deswegen sind die toll. Ich glaube, da geht es eher darum, ein Interesse an Wissenschaft zu haben und so ein bisschen sich so Kommunikationsskills zu werden. Es schadet sicherlich nicht, mal reingeschnuppert zu haben während des Studiums schon, sich mal ein bisschen Gedanken auch um Wissenschaftskommunikation generell gemacht zu haben. Natürlich kann ich Volontariate bei WED empfehlen als den Allround-Einstieg, weil dann lernt man wirklich alles Mögliche kennen. Aber ich glaube, es gibt nicht so einen Weg in die Wissenschaftskommunikation, deswegen tue ich mich damit immer sehr schwer. Da ich ja jetzt auf der anderen Seite bin, eine kurze Frage noch. Der Studiengang, den du gerade erwähnt hast, ist ein tatsächlicher Bachelor-Master-Studiengang oder? Genau, das ist ein Bachelor-Master-Studiengang Wissenschaftskommunikation am KIT. Am KIT, okay, aber es gibt nicht sowas, also das ist mir bisher noch nicht untergekommen. Ich habe ja studiert, mit Meteorologie studiert und habe dann in der Bibliothek gearbeitet, ohne irgendwie Ahnung davon zu haben und habe dann nebenbei den Master in dem Bereich gemacht, berufsbegleitend. Sowas in der Art, wie man ist fertige Forscherin, hat vielleicht auch promoviert und macht dann noch irgendwie, während man arbeitet und forscht, nebenbei noch so einen Master in Wissenschaftskommunikation. Sowas gibt es noch nicht, oder? Also es gibt so ein paar Weiterbildungsmaster-Studiengänge schon. Also an der TU Berlin gibt es einen, da weiß ich von. Genau, also es gibt die so ein bisschen. Das, was ich gemacht habe, ich habe in London Wissenschaftsjournalismus studiert. Und das war so, dass du einen Bachelor in der Naturwissenschaft hattest und dann den Master in Journalismus mit einem Schwerpunkt Wissenschaft draufgesetzt hast. Das fände ich den idealen Weg. Den gibt es aber in Deutschland ganz genau so nicht. Also in Deutschland kannst du so ein bisschen beides machen, aber so ganz, also so das, was du jetzt beschreibst, glaube ich, gibt es nicht so ganz exakt. Ich weiß nicht, also. So. Wissenschaftsjournalismus-Studiengänge gibt es, glaube ich, auch noch, genau, aber ich weiß nicht, was die für Voraussetzungen haben oder welche Abschlüsse die bieten, aber in Dortmund und in Darmstadt zum Beispiel. Genau, gibt's da gibt es welche. Noch. Genau, das sind Wissenschaftsjournalismus-Sachen, ja. Und die
Volontariate, die du eben genannt hast, gibt es auch halt bei einigen Kommunikationsabteilungen von Wissenschaftseinrichtungen oder Unis oder Hochschulen. Genau, an den Unis gibt es relativ häufig, glaube ich. Ne? Also da ist es schon. Das wäre so ein klassischer Einstieg, so ein Volontariat zu machen nach irgendwie einem Master oder sowas. Mhm. Ah, und hier gibt es noch im Chat, wird gerade Technikjournalismus, kann man in Nürnberg noch machen. Das ist auch sicher. Okay. Siehst du mal, was wir heute lernen wir noch viel dazu. Aber jetzt ist Henning dran, der hat Lust auf Grillen. Ja, aber erstmal wollte ich noch auf den Chat, bevor wir Rebecca grillen, du kannst dich schon mal irgendwie warm machen. Der Chat hatte ja auch noch viele A- oder B-Fragen. Claudia, Lambert. Lambert, Claudia, komm doch mal rein. StudiVZ. Okay. Weiter geht's. Tarif. Hax. Weiter. Atari. Rauchzeichen. Brieftaube. Oh. Aber die Tiere. Berittener Bote, weil Tierschutz. Ja. Höhlenmalerei. Schneller, das muss ich schnell. Entschuldigung. Steintafel. Okay. Ja, also das waren die Ideen vom Chat hier noch. So, Rebecca, ich hoffe, du bist gut erholt. Ja. Das waren die gemütlichen Fragen, nicht? Ja. Nur, dass wir keine super. Richtig gut. So. Du musst schnell sein, ne? Zielgruppe oder Interaktionsgruppe? Danke, Henning. Was? Zielgruppe oder Interaktionsgruppe? Interaktionsgruppe. Worm oder Factory? Worm oder Factory? Factory. Breite Öffentlichkeit oder interessierte Öffentlichkeit? Interessierte. Forschende oder ForscherInnen? ForscherInnen. Storytelling oder Storymaschinen? Storytelling. Filterblasen oder False Balance? Filterblasen. GIFs oder Emojis? Henning, GIFs, was willst du von mir? Kausalität oder Korrelation? Kausalität. Neue Medien oder Digital Native? Irgendwo dazwischen, Digital Native. Wissenschafts-PR oder Wissenschaftskommunikation? Wissenschaftskommunikation. Interne oder externe WISCOM? Externe WISCOM. Institutionelle oder persönliche WISCOM? Persönliche WISCOM. Wissenswerte oder Forum? Forum. Forum oder BVHK-Tagung? Forum. Siggen oder LTE? Siggen. Peter Lustig oder Armin Maywald? Armin Maywald. 100 Lungenärzte oder ein Hamburger Physiker? Ein Hamburger Physiker, den kann man... Ein Hamburger Physiker oder lieber gar keine Uni-Hamburg-Pressemitteilung? Lieber gar keine Uni Hamburg Pressemitteilung. Hopper oder Loveless? Hopper. Curie oder Noether? Curie. Kowalewskaja oder Meitner? Meitner. Charpentier oder Dautner? Charpentier, weil ich sie kenne. Greta oder Göpel? Greta. Nüm Kim oder Yogeshwar? Nüm Kim. Fraunhofer oder Planck? Oh, Henning. Fraunhofer oder Planck? Fraunhofer oder... Fraunhofer. Markus. Leibniz oder Helmholtz? Helmholtz, ich war mal bei Helmholtz. Drosten oder Zizek? Zizek ist eine Frau. Streeck oder Kekülé? Streeck. Hey, geschafft. Das ist halt Henning, du kannst mich doch nicht fragen, welchen unserer Supergesellschafter ich am liebsten habe. Ich habe doch nicht über Gesellschafter, ich habe doch über historische ForscherInnenfiguren. Ja, genau. Man liebt die Personen. Klar. Das war die Insider-Edition des A- oder B-Henning, oder? Ich meine. Ja, gut. Dafür ich hatte ja auch ganz viele Sachen gefragt damals. Deal or no deal? Wo mein Chef den Deal ausgehandelt hat. Stimmt. Fies. Das war so fies. Ja, das ist sehr fies. Hast du sehr gut gemeistert, Rebecca. Sehr gut. Dankeschön. Herrlich. Ja. So habt ihr noch irgendwelche weiteren Fragen über unsere Gäste? Nee, die haben eigentlich alles von sich preisgegeben, oder? Also ich meine, bis auf die Schuhgröße haben wir jetzt, glaube ich, alles offengelegt. Wir wissen von Rebecca und Julia noch nicht, ob Kaffee oder Tee. Julia, sag mal was. Beides. Es ist wirklich eine schwierige Frage. Sie wurde mir schon öfter gestellt. Aber du musst dich entscheiden. Hart. Dann Tee. Wenn ich mich entscheiden muss, ist es Kaffee. Kaffee. Ich finde es auch nicht einfach, aber wenn ich mich entscheiden muss, ist es Kaffee. Okay.
Wer füllt die Kaffeemaschine bei WID? Wer füllt die Kaffeemaschine bei WID? Das Team. Echt? Also jeder ist mal dran, so in dem Sinne, so jeder. Partizipativ. So okay. Partizipativ, wie wir halt sind. Wow. Ja, Markus behauptet, er füllt sie. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Bei uns machen wir irgendwie die Kaffeemaschinen sind outgesourced und dann werden sie mal magisch wieder befüllt, wenn sie leer sind. Und schmeckt der Kaffee? Das finde ich gut. Ja, ich würde sagen, das war das, was wir heute für euch hier so geplant hatten. Und mal wieder ein Forschungsstrom mit Gästinnen. Das ist doch super. Vielen Dank, dass ihr drei dabei wart. Gerne. Ja, und ich würde so Sherlock Homburg-mäßig sagen, dass da wir heute teilweise bis zu 40 ZuschauerInnen hatten oder so im Strom, habe ich gesehen, da sicherlich auch welche dabei waren, die durch das FWK aufmerksam geworden waren auf das Ding und dann hierher gekommen sind. Und auch besonderen Dank an euch nochmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es gibt so einen Stickiness-Faktor von Forschungsstrom, dass ihr mal wieder vorbeikommt oder sowas. Wir sind auch immer sehr hellhörig, was solche Anregungen angeht. Also wir haben auch mal andere GästInnen hier, und immer mal wieder unterschiedliche Themen. Wir experimentieren auch mit dem Format. Also her mit euren Ideen und mit euren Likes und Abos und so. Genau, und man hört uns eigentlich immer am Donnerstag, meistens am ersten Donnerstag im Monat. Und wir hatten schon einen Termin, glaube ich, festgelegt. Den legen wir sonst immer in der nächsten Sendung, für die nächste Sendung fest. Aber ich glaube, wir haben schon uns geeinigt auf Donnerstag, den 4.11. um 21 Uhr. Stimmt, wir haben mit unserer Tradition gebrochen, dass im Stream live festzulegen. Ja. Wie könnten wir das machen? Wir haben das irgendwie vorab geschnackt. Aber sozusagen am Donnerstag, den 4.11. um 21 Uhr könnt ihr hier wieder mit uns in den Chat kommen und mit uns interagieren. Oder ihr werdet unsere Gästin und stellt irgendwie ein Wissenschaftsthema vor. Ja. Dann wollten wir noch, Claudia, was wollten wir noch? Genau, also für alle, die hier dabei sind und eigentlich vorher noch nie auf Twitch waren. Ich weiß nicht, wer dazugehört, aber wer hier dabei ist, noch nie auf Twitch war, kann jetzt nochmal schnell die Hand heben im Chat und sagen, hier, ich habe keine Ahnung. Den Chat habt ihr nämlich ja alle schon gefunden. Das ist ja noch die einfache Variante. Aber wir machen zum Abschluss immer das, was man auf Twitch halt so macht. Man raidet, also raid, also R-A-I-D, man leitet weiter. Und zwar ist das eine Methode auf Twitch, um sich zu vernetzen. Weil wir haben ja jetzt im Moment, wenn ich das richtig sehe, 33 Zuschauende dabei. Und da das ja sonst ein Programm ist, das endet, ne, einfach so endet, wenn das jetzt ein YouTube-Livestream wäre, was es übrigens auch ist, aber ihr seid ja alle bei Twitch, das ist gut, dann wäre das einfach vorbei. Aber auf Twitch kann man, Aaron hebt die Hand, der ist doch immer hier. Aaron, das hat nicht geklappt. Also ich meine, es war ein netter Versuch, aber... Genau, was dann passiert ist, dass wir ja nicht einfach den Stream beenden, sondern wir schicken euch zu jemand anderem weiter, quasi wie so eine Programmempfehlung im Fernsehprogramm, nur dass wir das quasi hier selber entscheiden, wo es denn hingeht. Und ich habe im Hintergrund schon mal geschaut, wo ich euch dann hinschicken könnte. Wir haben hier so ein paar Wissenschafts- und Technik-Streams natürlich. Also ich habe mich jetzt nur in Wissenschaft und Technik und deutschsprachig rumgetrieben. Und da haben wir jemanden, der Elektronik reparieren macht und ich glaube, der bastelt gerade an seinem Raspberry Pi rum und versucht den hinzukriegen. Und irgendjemand hat einen Stream mit dem Titel, wie man eine Tastatur nicht baut. Bin mir nicht sicher, ob ich das nicht noch spannender finde. Ich habe keine Ahnung, was er genau tut, aber es klingt sehr witzig. Tastatur bauen klingt nach Kommunikationshandwerk. Das passt zu dieser Folge, oder? Ja. Also ich denke auch, dass wir wahrscheinlich jetzt gleich mal darüber gehen. Lass mal da was hin, bedeutet, wir beenden quasi hier diesen Stream. Ihr seht dann so ein Schlussvideo laufen. Für euch drei, ihr dürft auch gerne noch drin bleiben in diesem Fensterchen unten, wenn ihr möchtet. Und wir lassen so ein bisschen Video laufen. Ihr seht dann zum Schluss so ein Video und dann werdet ihr irgendwann automatisch zu dem anderen Kanal rübergelenkt. Und wenn ihr da hinkommt, dann sagt ihr alle ganz lieb, hallo, wir kommen von Forschungsstrom. Toll, dass wir hier sind. Was machst du? Und dann vernetzen wir uns mit der Community, die da drüben unterwegs ist. Alles klar? Sehr schön.
So machen wir es. Toll. Okay. Okay, das heißt, wir verabschieden uns jetzt hier. Dann Signature Move hier wieder. Ach so, Signature Move. Habt ihr eure Handys dabei? Genau. Da müssen alle so einen tollen Signature. Ja, ich musste kurz unterbrechen. Ich hatte hier so eine Live-Sendung. Genau, war irgendwie was total gut. So. Bis bald. Tschüss. Ausschalten nicht vergessen.